Heutzutage fliegen Jets regelmäßig im Überschallbereich. Unbemannte Luftfahrzeuge sogar bis zu Mach 10. Kampfflugzeuge sind zu den schnellsten Waffensystemen überhaupt geworden. Geschwindigkeit ist unerlässlich, aber nicht alles. Jäger brauchen Wendigkeit. Und die hängt vor allem von den Tragflächen ab. Der Aufbau einer Tragfläche hat sich nicht groß geändert. Das Prinzip ist noch immer dasselbe. Der Flügel muss von Luft umströmt werden, um Auftrieb zu liefern. Auftrieb wirkt der Schwerkraft entgegen und darum geht's beim Fliegen ja. Die Luft auf der Oberseite des Flügels muss eine größere Strecke zurücklegen als die Luft an der Unterseite. Dadurch strömt sie an der Oberseite schneller. Das bewirkt an der Flügeloberseite einen Unterdruck im Vergleich zur Unterseite. Und dies erzeugt schließlich einen so großen Auftrieb, dass der Flügel und damit das Flugzeug abhebt. Im Ersten Weltkrieg ging es noch um die Frage, wie viele Tragflächen ein Flugzeug haben sollte. Die Idee bei Doppel- oder Dreideckern ist es, mehr Fläche zwecks größerer Wendigkeit zu erhalten. In engen Kurven kann sich die schwere Beschleunigung durch die Fliehkraft erheblich erhöhen. Fügt man nun einen oder zwei weitere Flügel hinzu, so verteilt sich dieses höhere Gewicht auf wesentlich mehr Flügelfläche. Allerdings wogen die zusätzlichen Flügel, Streben und Drähte bei Doppel- und Dreideckern mehr und erzeugten einen größeren Luftwiderstand. Das machte die Maschinen langsamer. Nach dem Ersten Weltkrieg konzentrierten sich die Ingenieure auf den Bau von Eindeckern. Das war der erste Schritt auf dem Weg zu einer völlig neuen Art von Kampfflugzeugen. In den ersten Jahren der Luftfahrt gehörte der Himmel noch Doppeldeckern und Dreideckern. Aber diesen frühen Kampfflugzeugen fehlte es an aerodynamischer Leistungskraft. Die in den 30er Jahren entwickelten Eindecker waren nicht nur leichter und schneller. Sie machten auch weitere technische Innovationen möglich. Das Militär stellte eine Reihe klassischer, reiner Kampfflugzeuge in Dienst. Zwei der besten waren die britische Spitfire und die deutsche Me-109. Die Spitfire hatte große elliptische Flügel mit niedriger Flächenbelastung. Flächenbelastung ist das Gesamtgewicht des Flugzeugs, geteilt durch die Flügelfläche. Sie ist ein Indiz für das Schubgewichtsverhältnis, das wiederum die Steigrate und die Trag- und Manövrierfähigkeit des Flugzeugs beeinflusst. Vergleicht man die Spitfire mit der Me-109, erkennt man, dass die deutsche Maschine wesentlich kleinere Flügel hat. Das bedeutet eine höhere Flächenbelastung, also mehr Flugzeug pro Flügelflächeneinheit bei der Me. Will man also eine Kurve mit einer Me-109 so eng fliegen, wie man das mit einer Spitfire kann, brechen die Flügel ab. Weil die Flügel einer Spitfire so verschwenderisch groß sind und elliptisch zulaufen, kann sie in einem Luftkampf wesentlich engere Kurven als die Me-109 fliegen. Abschüsse, Johnny? Ja, eine Me-109. Spitfires konnten die Me-109 ausmanövrieren. Und den deutschen Piloten blieb oft nur noch, ihre Landeklappen auszufahren. Bei der Messerschmitt waren die Landeklappen so angetrieben, dass ich elektrisch 10 Grad wählen kann, 20 Grad, 30 Grad wählen kann. Bei der Spitfire habe ich nur Flaps down und Flaps up. Aber der deutsche Pilot, der alte Hase, der hat es verwendet im Kurvenflug. Wenn die Spitfire dahinter war und er kam nicht rum, konnte ich dadurch besser um die Kurven bringen und somit mich aus dem Schussfeld des Feindes rausmanövrieren. Und hinter im Dive mache ich die Klappen wieder rein und gehe. Sowohl die Me-109 als auch die Spitfire wurden zu Legenden. Aber sie waren nicht die einzigen Maschinen, die aerodynamisch neue Maßstäbe setzten.
Die P-51 Mustang war das erste Serienflugzeug mit Laminarflügeln. Beim Laminarprofil strömt die Luft ohne Turbulenzen um den Flügel, wie sie bei sogenannter turbulenter Strömung auftreten. Ein Laminarprofil erzeugt daher weniger Luftwiderstand und Turbulenzen. Der Flügelquerschnitt der Mustang war an der Vorderkante relativ dünn, wurde dann allmählich stärker bis zu einem Punkt größter Profildicke, danach wieder dünner und lief an der Hinterkante des Flügels aus. Das Ergebnis waren weniger Luftwiderstand, mehr Auftrieb und höhere Geschwindigkeit. In den 30er Jahren war das etwas ganz Neues. Die Entwicklung ging in nur 10, 15 Jahren von Doppeldeckern mit etwa 200 Stundenkilometern zu Flugzeugen wie diesem mit fast 800 km/h. Man machte nahezu wöchentlich Fortschritte. Der Laminarflügel gehörte dazu und in der Mustang kam er erstmals zum Einsatz. Die Entwicklung des Laminarflügels war ein Riesenschritt, aber sie allein löste noch nicht alle Probleme. Mit der Erfindung des Strahltriebwerks stieg die Fluggeschwindigkeit, aber auch die Beanspruchung von Flügeln und Leitwerk. Die Luftströmung auf der Oberseite des Flügels ist schneller als der Rest, sodass selbst bei Unterschallflügen diese lokale Strömung Überschallgeschwindigkeit erreichen konnte. Dies führte dann zu Schockwellen, die das Leitwerk beschädigen konnten, und dadurch gab es eine ganze Menge von Unfällen. Konstrukteure suchten nach einer Flügelform, die die Beanspruchungen des Überschallflugs bewältigen konnten. Die Lösung lag in den Forschungsergebnissen des deutschen Aerodynamikers Adolf Busemann. Busemann war durch die V-förmigen Heckwellen von Booten im Hafen seiner Heimatstadt Lübeck auf die zündende Idee gekommen. 1935 legte er den Entwurf eines V-förmigen Flugzeugflügels vor. Zunächst widmete man seiner Idee wenig Aufmerksamkeit. Aber 10 Jahre später entwickelten die USA und Deutschland unabhängig voneinander Flugzeuge mit Pfeilflügeln, die auch im Überschallbereich ihre Funktion erfüllten. Der Pfeilflügel verzögert die Entstehung von Schockwellen und ermöglicht auch bei höheren Geschwindigkeiten die Steuerfähigkeit. Aus dem erfolgreichen Pfeilflügel ging schließlich der Delta-Flügel hervor. Er ist noch heute Grundlage für die meisten modernen Flügelformen. Pfeil- und Delta-Flügel machen Kampfflugzeuge noch schneller und wendiger. Was aber, wenn mal etwas schief läuft? Der Verlust einer Maschine muss nicht auch den Tod des Piloten bedeuten. Piloten leben gefährlich. Eine falsche Entscheidung, eine technische Störung kann in einer Katastrophe enden. Für den Fall der Fälle gibt es immer noch den Fallschirm. Im Ersten Weltkrieg war das Aussteigen ein echtes Risiko. Die Piloten mussten manche Fallschirme erst öffnen, bevor sie aus dem Flugzeug sprangen. Man musste es den Piloten ermöglichen, beim Aussteigen vor Öffnen des Schirms einen sicheren Abstand zum Flugzeug zu gewinnen. Ein begabter Hollywood-Stuntman fand die Lösung. Leslie Irwin. Irwin war als Stuntman in mehreren Filmen mit dem Fallschirm aus 300 Meter Höhe und mehr abgesprungen. 1918 erfand er einen Fallschirm mit Reißleine, mit der der Pilot den Schirm öffnen konnte, sobald er sich vom Flugzeug gelöst hatte. Statt sich zum Absprung aus dem Flugzeug herausfallen zu lassen, kann man mit einem Schirm, der sich in der Luft öffnet, wirklich springen. Und der bringt einen dann sicher zurück auf die Erde. Irwins Erfindung wurde weltweit auch militärisch eingesetzt. Man schätzt, dass sein Fallschirm das Leben von über 100.000 Fliegern rettete. Aber nicht immer reicht ein Fallschirm allein aus. Strahlflugzeuge flogen ungleich schneller als Propellermaschinen und machten das Aussteigen mit dem Fallschirm nahezu unmöglich.
Man musste weg von der Maschine, weg vom Leitwerk, weg von den Flügeln, einfach weg vom Flugzeug, weil man sonst sehr schlechte Karten hatte. 1938 fanden deutsche Ingenieure eine Lösung. Sie bauten einen druckluftgetriebenen Schleudersitz. Er katapultierte den Piloten mit seinem Sitz vom Flugzeug weg. Dabei war ein bestimmtes Vorgehen zu beachten. Zunächst muss der Pilot eine aufrechte Haltung einnehmen. Bei Auslösung des Sitzes wird die Druckluft aus dem Ventil zu diesem Katapult geleitet. Das schießt dann den in den Schienen gleitenden Sitz aus dem Cockpit. Nach dem Ausstoß musste der Pilot das Go-Zeug von Hand öffnen, den Sitz abwerfen und die Reißleine des Schirms ziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde weiter an Schleudersitzen geforscht. 1946 testete die britische Martin Baker Company den ersten Ausstoß aus einem fliegenden Flugzeug. Doch in geringeren Flughöhen war diese Methode noch riskant. Man brauchte mehr Schub, um den Piloten hoch genug zu schießen, damit sich sein Fallschirm sicher öffnete. 1961 präsentierte Martin Baker die Raketenpackung unter dem Sitz. Im Beisein der Weltpresse löst Dodie Hayes den Sitz aus und erreicht eine Höhe von über 100 Metern. Diese Konstruktion brachte genug Schub, um einen Piloten auf eine sichere Höhe zu bringen, sogar wenn das Flugzeug am Boden war. In den letzten 40 Jahren hat sie unzähligen Piloten das Leben gerettet. Einer von ihnen ist der Kanadier Ralph Harrison, damals als Starfighter-Pilot in Deutschland stationiert. An einem bewölkten Tag 1968 war Harrison gerade gestartet, als er eine Reihe von Explosionen und dann einen gewaltigen Knall hörte. Ich hatte Rauch im Cockpit und dachte, was machst du jetzt? Kannst du es wieder hinkriegen? Und dann merkte ich, ich krieg's nicht wieder hin. Auch bekannt als bemannte Rakete war der Starfighter der erste US-Kampfjet, der Mach 2 flog. Zweifache Schallgeschwindigkeit. Er hatte außerdem eine der höchsten Unfallquoten überhaupt, was ihm den Beinamen Witwenmacher einbrachte. Die F-104 hat eher Stummelflügel als richtige Tragflächen. Dadurch dreht und windet sie sich durch die Luft wie ein Blatt im Wind. Aber sie dreht und windet sich mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Es sah aus, als sollte Ralph Harrison ein weiteres Opfer des Witwenmachers werden. Seine einzige Chance war der Schleudersitz. Nach dem Absprengen des Kabinendachs schießt der Sitz raus. Das geht automatisch. Man wird regelrecht aus dem Sitz gedrückt und der Schirm öffnet sich. Das alles dauert 3 Sekunden. Es passiert alles sehr schnell. Der Starfighter schlug auf einem Feld auf und explodierte. Und Harrison schwebte sicher der Erde entgegen. Ich genoss die Reise zum Boden. Es war ziemlich angenehm. Im 21. Jahrhundert sind Kampfjets Mehrzweckwaffen. Luftbodeneinsatz, Luftverteidigung, Abfangjagd. Sie beherrschen alles. Im Ersten Weltkrieg lagen die Dinge für Jagdflieger einfacher. Keine Bomben, keine Raketen, nur MGs und Chaos. Es gab keine Regeln. Niemand hatte jemals Krieg aus der Luft geführt. Man lernte aus Erfahrung. Aber dann, im September 1916, brachte der deutsche Pilot Oswald Boelcke seine Dicta Boelcke heraus. Regeln für das Verhalten im Luftkampf. Zwei der wichtigsten lauteten: Sichere dir die Vorteile des Luftkampfes und greife von hinten an, wo der Gegner nicht zurückschießen kann. Und greife aus der Sonne an, das blendet den Gegner und erschwert ihm das Zielen.
Der klassische Luftkampf ist praktisch ein Manövrieren um die beste Schussposition. Wenn man eine andere Maschine in 6 Uhr hat, wie es heißt, dann hat man ein ernstes Problem. Dreißig Jahre später waren die Maschinen schneller und wendiger. Boelkes Luftkampfregeln aber galten noch immer. Vor dem Zweiten Weltkrieg glaubte man, dass Luftkämpfe bei Geschwindigkeiten von über 400 Stundenkilometern nicht mehr möglich seien. Das Zielen war meist ein Abschätzen der Gegnerbewegung. Das hieß auch, dass man etwas vor den Gegner feuerte, um den Geschwindigkeitsunterschied zwischen der feindlichen Maschine und dem eigenen Geschoss auszugleichen. Wenn ein Kampfflieger in der Klemme saß, flog er oft ein Split S, eine halbe Rolle, gefolgt von einem halben Abwärtslooping, und flog dann in entgegengesetzter Richtung weiter. Die P-51 setzte sich oft aus größerer Höhe hinter einen Gegner. Normalerweise ging die Me-109 dann in ein Split S. Und man selbst hinterher, um in Schussposition zu bleiben. Die Mustang flog so eng, wie man nur wollte. Was immer man als Pilot wollte und konnte, sie tat es. Wir konnten die Me-109 nach allen Regeln der Kunst ausmanövrieren. Im Zweiten Weltkrieg schossen Mustangs nicht weniger als 4.950 deutsche Flugzeuge ab. Aber Luftkämpfe fanden nicht nur in Europa statt. Im Pazifik lieferten sich amerikanische und japanische Jagdflieger erbitterte Kämpfe. Die amerikanischen Piloten flogen das sogenannte Thag Weave, benannt nach Fliegerass Jimmy Thag. Zwei Maschinen flogen dabei Parallelkurs, bis sich ein gegnerischer Jäger hinter einen der beiden setzte. In diesem Moment kurften beide schnell nach innen. Falls der Gegner seinem Ziel weiter folgte, befand er sich kurz danach in der Falle, wo ihn die zweite Maschine angreifen konnte. Dann, in den 50er Jahren, erhielten Kampfflugzeuge eine neue Waffe, die zu einem neuerlichen Umdenken bei den Luftkampftaktiken führen sollte. Mit Einführung der ersten Luft-Luft-Flugkörper schien das Ende des Luftkampfes gekommen. Warum mit MGs schießen, wenn man aus sicherer Entfernung mit einem Flugkörper angreifen konnte? Die Idee Anfang der 60er war, dass man einen wendigen Kampfjet gar nicht mehr brauchte. Man brauchte nur noch wendige Flugkörper, die der Jäger aus sicherer Entfernung abfeuern konnte. Und der Flugkörper erledigte dann den Rest. Aber man hatte sich geirrt. Während des Vietnamkrieges trafen Jäger wie die F-4 auf die von den Nordvietnamesen geflogenen sowjetischen MiG-Jets und zogen dabei oft den kürzeren. Eine F-4 war nicht so wendig wie eine MiG-17. Sie konnte zwar besser steigen, wenn es drauf ankam, aber die MiG konnte die F-4 ausmanövrieren. Die F-4 hatte die Flugeigenschaften eines Ziegelsteins. Sie war sehr laut, nicht sehr wendig und kam gegen einen Gegner nicht mehr an, der immer bessere und schnellere Jäger baute. Wir mussten was tun. Die US Air Force erkannte die Notwendigkeit eines schnellen, wendigen Jägers, der die sowjetischen MiGs ausmanövrieren konnte. Das Ergebnis war der Luftüberlegenheitsjäger F-15 Eagle. Nach Indienststellung 1976 stellte sie sich schnell als starker Luftkampfgegner heraus. Im Luftkampf ist sie wirklich klasse. Sie hat ein paar mächtige Triebwerke, die uns schnell steigen lassen. Und sie ist sehr wendig, sodass wir eine Menge Gegner ausmanövrieren können.
In 30 Jahren hat die F-15 über 100 Luftsiege errungen, ohne eigene Verluste. Eine gute Statistik. Aber ihre Nachfolgerin wird sie überbieten. Die extrem schnelle F-22 Raptor kam 2005 in Dienst. Ihre hochentwickelte Avionik kann Ziele auffassen, identifizieren und bekämpfen. Und sie hat Stealth-Eigenschaften, die sie für gegnerisches Radar nahezu unsichtbar machen. Das Ende des Luftkampfs. Warten wir es ab. Das Radar der F-22 ist ungemein leistungsstark und kann gegnerische Flugzeuge auffassen, bevor diese die F-22 überhaupt wahrnehmen. Sie ist anderen Jägern selbst in einem engen Luftkampf überlegen. Aber sie wird sie wohl ausschalten, noch bevor die überhaupt mitkriegen, dass sie da ist. Im 21. Jahrhundert beherrscht Hightech den Kampf in der Luft. Für Fliegerveteran Joe Peterbus aber gibt es nichts Besseres als seine alte Mühle. Good job, boss. Thank you. What a ride. Was für ein Flug. Bin drei Rollen geflogen und zwei Loopings. Two loops. Ist wie Radfahren, man verlernt es nie. In weniger als 100 Jahren haben sich Kampfflugzeuge stark weiterentwickelt. Von schwach motorisierten, kaum bewaffneten Leichtgewichten mit drei Flügeln zu überschallschnellen Eindeckern. Die heutigen Kampfflugzeuge machten eine Reihe kritischer Entwicklungen durch. Die Kombination von Unterbrechergetriebe und MG ermöglichte den ersten wirklichen Jäger. Ein Brite und ein Deutscher meisterten den Jetantrieb. Verbesserte Flügel brachten mehr Wendigkeit und eine Kombination aus Stealth, Flugkörpern und hochentwickeltem Radar schuf eine neue Generation von Kampfflugzeugen wie die F-22 Raptor. Wie mag der Kampfjet der Zukunft aussehen?